Ja, herzlich willkommen bei LogiVest. Ich freue mich, ich habe einen Gast da. Das ist der Benjamin Russ von E.ON Drive. Und wir beide haben eins gemeinsam, beziehungsweise die Unternehmen, für die wir arbeiten, haben eins gemeinsam. Wir sind beide Member von Power of Logistics, der Initiative vom BVL Themenkreis Logistikimmobilien. Und deshalb auch herzlich willkommen, Benjamin. Erste Frage an dich. Was war eure Motivation, da mitzumachen und sich der Initiative anzuschließen? Ja, hi Christian, erstmal schön, dich hier heute zu sprechen. Wir hatten ja jetzt einige Gelegenheiten schon in der vergangenen Zeit, aber jetzt auch schön vielleicht hier für die große Runde. Ja, was war unsere Motivation? E.ON Drive ist schon seit einigen Jahren im Bereich Elektromobilität aktiv, im Bereich Privatkunden sowie Geschäftskunden, vorrangig aber aus dem Pkw-Bereich. Das heißt, wir fokussieren uns vor allem auf Unternehmensflotten. Wir haben jetzt aber gesehen, es gibt halt einfach immer mehr Logistikfahrzeuge, die elektrifiziert werden wollen. Es gibt immer mehr Fahrzeuge, die auf den Markt kommen, immer mehr Bedarf an CO2-neutralen Lieferketten. Und da haben wir uns einfach mal gedacht, suchen wir uns mal einen Partner, der den Markt sehr, sehr gut kennt und ja, mit dem wir halt auch gemeinsam darauf eingehen können. Ja, wir haben ja ein paar Zahlen vom eigenen Research-Team und die sagen, dass man in den letzten 10 Jahren eigentlich auf Neubauten 30 Millionen Quadratmeter PV bauen könnte. Jetzt haben wir sehr viel mit Nutzern und Eigentümern zu tun von Logistikimmobilien. Wenn ich mich dafür interessiere, wie sollte ich denn da vorgehen? Wie geht ihr bei E.ON vor? Was sind so die ersten Schritte, um sich dem Thema ja, energetische Möglichkeiten zu nähern? Ja, also als erstes erstmal den Bedarf ermitteln, ganz klar den Bedarf heute, den Bedarf in Zukunft und dann ja, zwei konkrete Faktoren mit in Betracht ziehen. Das eine ist der Faktor Zeit, das andere ist einfach auch der Faktor praktische Erfahrung. Warum sage ich Zeit? So eine Ladestation oder eine Ladelösung, sage ich mal, hat viele Komponenten, nicht nur die Ladestation. Dann gibt es PV-Anlagen, da gibt es eine Trafostation, da gibt es ein dynamisches Lastmanagement. Also ganz viele verschiedene Themen. Und um das alles gut in den Eingang zu bringen, wenn man wirklich den großen Ansatz fahren will, dauert halt einfach seine Zeit. Und gleichzeitig ja, spreche ich halt mit vielen Kunden und sehe die Sorgen, die gleichzeitig auch mit einhergehen. Ja, es gibt nicht genug Netzanschluss. Ja, deswegen sagen wir immer, sprechen Sie frühzeitig mit dem Netzbetreiber, dass der Bescheid weiß. Und deswegen sagen wir halt auch immer, sprechen Sie frühzeitig mit uns als E.ON, um auch so ein Konzept mal zu entwickeln und sich aus verschiedenen Richtungen anzuschauen und dann vielleicht auch zu gucken, ob es vielleicht am Anfang auch klein geht. Ja, ich empfehle immer jedem Kunden, erstmal mit einer kleinen 50 kW DC-Ladestation zu starten, vielleicht auch 100, manchmal, also meistens passen die noch rein in den existierenden Netzanschluss. Und einfach mal ja, verschiedene Routen ausprobieren. Mal einen LKW leihen, mal einen LKW leasen und dann wirklich mal gucken, auf welchen Routen funktioniert es und auf welchen nicht. Thema ESG-Standards, Nachhaltigkeit ist natürlich etwas, was Eigentümer von Logistikimmobilien gerade treibt. Den Nutzer eher so die Themen zweite Miete, die Energiekosten steigen. Das alles drückt natürlich auf das Betriebsergebnis. Habt ihr auch bei E.ON das Gefühl, dass sich da der Markt in der Logistik viel mehr diesem Thema annimmt und öffnet und man nach Lösungen sucht, sei es PV, sei es Lastmanagement oder auch wirklich die Elektrifizierung des Verkehrs? Zieht die Nachfrage an? Ja, also in jedem Fall. Einerseits natürlich durch die Rahmenbedingungen, die halt existieren, steigende Spritpreise, CO2-Ziele bei den Fahrzeugherstellern. Dann aber gleichzeitig auch Erleichterungen, was die Investitionen angeht im Rahmen von Förderprogrammen, aber auch im Rahmen der operativen Kosten, wie zum Beispiel einer reduzierten Maut. Da gibt es einfach viele Rahmenbedingungen, die das pushen. Nehme ich mal dein Stichwort Gesamtlösung, hast du gesagt. Und in der Energie wird ja ganz viel davon geredet, vielleicht von der Autarkie und andererseits, ich muss erstmal messen, was ist denn jetzt dran? Wie wichtig ist denn das Messen und das Zusammenspiel der einzelnen Systeme, damit man überhaupt ein effektives Ergebnis bekommt und wirklich Energie einsparen kann und sie auch sinnvoll nutzen kann? Denn das ist ja der Hintergrund von auch Power Logistics, wirklich Dachflächen zu nutzen, dass da eben Energie eingespeist wird, die nicht nur fürs eigene Unternehmen, sondern vielleicht auch
für umliegende Unternehmen oder für ein ganzes Dorf irgendwie als Energieträger herhält. Und ja, das Konzept ist, glaube ich, schon wichtig, aber klein anfangen kann ja auch ein Weg sein. Klein anfangen, wer dann messen? In jedem Fall, also erstmal den Bedarf erheben, ja, und auch die Potenziale erheben. Das heißt, einmal schauen, welche Lasten benötigt der Betrieb, einerseits auf, ja, aus seinem vielleicht auch Ist-Status heraus, ja, also noch vor der Elektrifizierung der Fahrzeuge. Dann schauen, wo geht der Weg hin, was die Elektrifizierung der Fahrzeuge angeht, also ne, wie viele LKWs, zu welchem Zeitpunkt, wie kommen die rein, wann parken die, wann müssen die geladen wieder das Depot verlassen, und dann halt gleichzeitig auch zu schauen, was sind denn die Potenziale des Standorts. Gibt es vielleicht Dachflächen oder ja, um das Depot herum sich befindliche Flächen, die für PV nutzbar sein können. Und dann zu schauen, das in den Einklang zu bringen. Ja, nun ist es mal so, dass die Sonne nun mal tags scheint, ja, und Fahrzeuge sehr, sehr oft auch tagsüber unterwegs sind, einfach weil die Schichten der Fahrer so liegen und die Kunden so auch beliefert werden wollen. Ja, und da dann den Match zu finden, das ist genau eine Planungsleistung, die es zu erbringen gilt. Entweder dadurch, dass entsprechend die Fahrzeuge zu den richtigen Zeitpunkten ins Depot kommen, dass es vielleicht auch eine Batterie gibt, die bestimmte Ladeleistungen in gewissem Maße verschiebt. Ja, und dann vielleicht auch zu schauen, gibt es vielleicht Stromverträge, die zeitorientiert sind, um Kosten für den Betrieb zu sparen und gleichzeitig dann auch Strom einzuspeisen zu Uhrzeiten, in denen es ja, der Strom einfach vielleicht auch von umliegenden Betrieben benötigt wird. Ja, also das ist wirklich ein Planungskonzept, was notwendig ist und was halt einmal vom Status quo ausgehen muss, aber dann natürlich auch ja, von dem, was in Zukunft nötig werden wird. Wie gehen wir da normalerweise vor? Normalerweise machen wir das so, dass ja, wenn es jetzt rein nur um eine Ladelösung geht, wir mit den Kunden sprechen, den Bedarf wiederum erheben, ein erstes indikatives kostenfreies Grobkonzept erstellen. Das ist meist noch sehr, sehr oberflächlich. Es hilft aber dem Kunden enorm abzuschätzen, was möglich ist und wo die Reise ungefähr hingeht. Ja, und einfach um so ein erstes Gefühl zu bekommen. Und ja, das kann dann intern abgestimmt werden und je nach Komplexität des Projektes machen wir dann entweder direkten Vor-Ort-Termin, um die technischen Spezifika aufzunehmen, oder wir erstellen dann wirklich ein detailliertes Feinkonzept gemeinsam mit dem Kunden, um dann dem Kunden auch wirklich ein tiefgreifendes Konzept mit an der Hand zu geben. Okay. Mich interessiert mal als Laie, ich meine, ich hatte auch ein E-Fahrzeug, da haben wir was zwischen 11 und 20 kW laden. Wo sind wir denn da eigentlich heute bei Trucks? Welche Dimension nimmt das an, sagen wir mal so, die Kapazität und auch so ein Gefühl zu bekommen, reicht das eigentlich für die letzte Meile Auslieferung oder was sind so Geschäftskonzepte, die dahinter stehen, die man dann auch damit verwirklichen kann? Ja, also wir unterscheiden meist zwischen dem Depotladen und dem Opportunity-Laden und das dann halt wiederum entweder im Depot oder im öffentlichen Raum. Das Depotladen bezieht sich meist, wie gesagt, auf Standzeiten, die über 8 Stunden sind. Ja, das heißt zumindest mal ein Zweischichtbetrieb, ja, meist jedoch sogar einfach auch nur ein Einschichtbetrieb. Und dort gibt es einfach Standzeiten, die lang genug sind, um überhaupt gar keine großen Ladezeiten zu benötigen. Dann gibt es aber natürlich die Herausforderung, gerade auf längeren Strecken auch mal zwischenzuladen. Das kann dann entweder sein, im Depot, wo das Fahrzeug hingefahren werden muss. Sagen wir mal, das Fahrzeug fährt beim Kunden A los, fährt dann zu einem anderen Standort, wird dort zwischengeladen und fährt dann wieder zurück.
Oder aber es muss tatsächlich auf der Langstrecke irgendwo entlang der Autobahn geladen werden. Und hier sehen wir, dass es da sehr, sehr starke Bewegungen gibt hin zu höheren Ladeleistungen. Wir arbeiten da ja auch sehr eng mit den Herstellern zusammen. So kommt dann jetzt zum Jahreswechsel zum Beispiel schon eine 800 kW-Ladestation auf den Markt. Dann schon mit dem neuen sogenannten MCS, Megawatt Charging Standard Stecker. Das ist nochmal ein neuer Steckerstandard, der höhere Ladeleistung ermöglicht. Ja, und das soll dann tatsächlich auch ausgebaut werden bis in den Megawatt-Bereich hinein, um dann auch diese, ja, die, sage ich mal, diese Zwischenladung schnell möglich zu machen, sodass dann auch im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Pausenzeiten, also von 45 Minuten, dann so ein Fahrzeug auch, sage ich mal, zumindest mal wieder auf 80, 90% vollgeladen werden kann. Eine Gesamtlösung und betrachtet nicht mehr das einzeln. Natürlich ist das eine schöne Lösung, wenn man auch über die Elektrifizierung des Verkehrs danach denkt und auch der logistischen Prozesse auf E-Truck-Seite beispielsweise. Wo siehst du aber jetzt so die Entwicklung in den nächsten 5 Jahren? Was ist da so die Traumlösung? Viele sprechen ja auch von der Autarkie. Kann man das erreichen? Oder wo wird die Entwicklung in den nächsten 5 Jahren sein? Ja, also ich denke, dass gerade viele Depots, die eine planbare, also die eine Flotte betreiben, die planbare Routen besitzt, dass die sehr, sehr stark auf gesamtheitliche Lösungen inklusive auch eine Ladelösung setzen werden, einfach weil in solchen Fällen die Elektromobilität einfach sehr, sehr viele Vorteile hat. Gerade hier auch im Rahmen mit PV zu arbeiten, ermöglicht natürlich den Autarkiegrad zu steigen, die Kosten für den selbstgenutzten Strom zu verringern. Und gerade da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Schnittmengen, die es dann halt, ja, die das Thema Elektromobilität beflügeln. Da haben wir uns ja im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten und ein bisschen ausgetauscht. Hast du mir dann erzählt, ihr habt ein richtig spannendes Projekt in Schweden. Und weil ich dich gefragt habe, habt ihr so ein Best-in-Class-Projekt, wo ihr sagt, hey, da sind wir ganz vorne mit dabei und das funktioniert auch schon richtig gut in der Logistik. Und da sollte man einfach mal drauf schauen, wenn man sich für Logistik und den gesamten Prozess und wie da sich die E-Mobility entwickelt. Und das wäre super interessant, wenn du uns da mal kurz von berichten kannst. Ja, aber sehr, sehr gerne. Ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Projekt. Da geht es um den Verkehr über die Öresundbrücke. Viele von den Zuhörern kennen die sicherlich. Das ist die Brücke, beziehungsweise dann auch der Tunnel, der Schweden und Dänemark, also Kopenhagen und Malmö verbindet. Ja, und damit im Prinzip ja auch symbolisch einfach zeigt, dass ja, einfach oder symbolisch steht für die Überbrückung von Distanzen von Ländern. Und hier arbeiten wir mit verschiedenen Partnern zusammen. Wir arbeiten mit Volvo zusammen als Fahrzeughersteller. Wir arbeiten mit Ericsson Akeri zusammen, einem lokalen Logistiker. Und wir arbeiten mit der Firma Carlsberg zusammen, die dann entsprechend ihre Produkte transportiert haben möchte. Und wir als E.ON haben dort eine Ladelösung gesorgt, die ja, einen CO2-neutralen Transport, Lkw-Transport über die Öresundbrücke möglich macht. Wir haben eine Ladestation im Depot, wo die Fracht aufgeladen wird. Diese Fracht wird dann klimaneutral über die Öresundbrücke transportiert, bis hin nach Kopenhagen. Wird dort entladen und dann auf dem Rückweg an einem Volvo-Standort, an einer E.ON öffentlichen Ladestation noch einmal mit 300 kW zwischengeladen, sodass dann am Ende die Rückfahrt nach Malmö dann auch möglich ist. Eine wichtige Info haben wir noch und darüber freue ich mich sehr. Ihr seid dieses Jahr auf der Transportlogistik im Mai zu Gast an unserem Stand. Wir kooperieren da ein bisschen zusammen, zeigen bestimmte
Produkte von euch und wollen natürlich so ein bisschen die Themen zusammenbringen. Also einerseits Logistik, Immobilien und wie kann ich denn eigentlich da meine energetische Versorgung planen? Und da haben wir uns so mit euch sehr viel Kompetenz rangeholt. Auf was darf man sich freuen, wenn man an den Stand kommt? Was sieht man von E.ON? Ja, man sieht unsere Ladelösung, man sieht den Depotmanager Truck. Wir fokussieren uns sehr stark auch auf das Thema Betriebsführung. Das heißt, wie können wir die Lösung, die Ladelösung im Betrieb für die Kunden attraktiv machen. Wir führen auch durch das Portfolio, durch das Ladestationsportfolio natürlich, was wir haben, durch unser Serviceportfolio. Aber vor allem freuen wir uns auf gute Gespräche. Einerseits, um vielleicht die Sorgen von einem ersten Einstieg und den ersten Erfahrungen der Elektromobilität, ja, um die zu nehmen. Und dann sprechen wir natürlich auch sehr, sehr gerne über über die individuellen Herausforderungen der Kunden, auch in der Langfrist. Und vielleicht, ja, entwickeln wir da sogar schon erste Ideen für so ein Gesamtkonzept. Ja, und da freuen wir uns, dass wir da bei der Logivest einfach auch mit auf dem Stand sein können und ja, und glauben, dass wir da uns sehr, sehr gut gegenseitig ergänzen können und da viele interessante Gespräche ja, führen können. Da freuen wir uns drauf. Da freuen wir uns drauf. Ich bedanke mich bei dir. Vor allen Dingen, du bist gerade derzeit in Japan. Wir haben ein bisschen Zeitversatz, vielleicht auch dafür für die ein oder andere Übertragungsqualität. Wollen wir uns bei den Zuschauern natürlich dafür entschuldigen. Aber danke, dass dir die Zeit genommen hast. Wir sehen uns alle auf der Messe. Kommen Sie uns besuchen und insofern freuen wir uns im Namen von E.ON Drive und Logivest. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.